Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, die Handelsrouten-Tour werden wir jetzt so uns vornehmen hier und einmal mit dem LKW über die Karte fahren. Und nebenbei werden wir uns sicherlich über das ein oder andere Thema noch unterhalten, welches jetzt gerade noch so anliegt oder uns im Kopf herumschwebt. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Hinten die Klappe öffnen, wie waren welche? Konnte ich das nicht? Konnte ich das auswählen? Welche Seite? Ist das auf der Seite auch? Es geht auf der Seite auch. Moment. Welcher Knopf war das denn wieder? Eieieiei. Ich würde ganz gerne eigentlich die andere Seite aufmachen, damit die richtige Seite auch ist, aber. Jetzt sind wir drin. Kann ich das dann nicht auch, wenn ich hier draußen dran stehe, irgendwie? Fahrzeug einstellen mit einem Handgerät, Umschalt C, globale Einstellung. Halt, Superstärke, nee. Kann nur einsteigen, okay, gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist da überhaupt jetzt da drin? Rundballen, okay. Da war ja Shift, ne, um das zu verstellen, damit wir das auch andersrum durchgehen. Wir wollen Europaletten laden. So. Dann Y. Aber irgendwie konnte ich doch sagen, welche von den Seiten sich öffnen sollte, ne? Irgendwie konnte ich das umstellen. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auch eine Taste, die mir geläufig war. Moment, wir gucken mal in den Einstellungen. Ich glaube, da sieht man das, oder? Nee, warte mal, wo habe ich denn das gesehen? Ah ja, ne, vorbereitet ist er mal wieder. Fahrzeugfront, irgendwas war das. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Beziehbare Objekte, Spiel, Fahrzeugumschaltung. Nee. Markierte Bereich, Umschalt, Y und voriges Laden, Abladeseite ändern, U, I, Abladen, I, ach nein. Ist mir jetzt schnuppig, wir machen das auf einer Seite auf, denn sieht man das da, das war irgendwas, irgendwie konnte ich die Plane umstellen, da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt gucken wir da mal rein. Das sieht sehr gut aus. Lassen wir auch offen bis zum nächsten oben. Wenn wir den nächsten Plan dort reinschmeißen. Irgendwas war das mit U, glaube ich, ne? Irgendwann habe ich das dann umgestellt. Einfach zu viele Funktionen, die hier sind, die im Menü dann nicht angezeigt werden. Ich weiß doch gar nicht, ob meine Skalierung dafür sorgt, dass mir da nicht alles angezeigt wird. Und das kleiner gehalten wird, als es eigentlich sein könnte. Ich glaube, hier muss ich einfach rückwärts schon wieder reinschieben, weil da oben drehen, das wird mir garantiert nicht gelingen. Gibt's aber fürchterlich, der Kleine. Also, Moment. Oh, die erste hat er schon vorne erwischt. Ah, die lassen wir da stehen. Oh, wir nächsten Mal. So. Gut, dann B. Dann Y. Das ist zum Beispiel X. Nee, X ist hinten aufmachen. B ist das. Irgendeiner war, dass die Planer. Ich habe das aber. Oder habe ich das im Bloß auf der gleichen Zeit auch hin? Das weiß ich alles nicht mehr. Egal. Wir werden sehen. Vielleicht war das auch U mit dem Umschalten oder sowas. Irgendwas war das. So, dann bringen wir das jetzt erstmal weg und dann werden wir auf der Rücktour hier wieder lang fahren und dann werden wir einen Zucker abholen und dann werden wir hier mal gucken, ob es hier schon Honig gibt. Hier gibt es schon Honig. Wie haben wir das schon, Honig? 400 Liter Honig haben wir hier schon. Naja. Warte mal. Schon da mit 15%. Achso, das ist das Feld im Hintergrund gewesen.
Sehr schön, die Palette steht aber sehr mittig, da brauche ich. Ich weiß nicht, ob nur eine Palette geht hat. Das werden wir sehen. So. Einmal zum Stoff, also zur Zugproduktion fahren und dann nachher gleich abladen. Der Umgang mit dem Anhänger, den muss ich noch üben. Da bin ich noch nicht ganz firm. Das müssen wir uns nochmal. Ich könnte auch seine Beschreibung vom Mod noch ein paar Informationen geben dafür. Aber wollen wir uns mal darüber unterhalten? Ganz kurz nochmal, weil das hatte ich in der letzten Folge schon angerissen, warum ich Paris halt persönlich jetzt nicht so mag. Ich muss sagen, er hat an sich. Also für sich gesehen hat er ja eigentlich nicht, wenn er sagt, hey, ich habe das gleiche Auto wie Max Verstappen, ich kann Weltmeister werden, ich will Weltmeister werden. Aber das Problem, was er hat, ist, der Rennstall will gar nicht, dass der Weltmeister wird. Also, also natürlich nicht offiziell, aber er hat halt das große Problem, der Rennstall arbeitet zu 80% für Max. Und wenn dann noch Zeit ist, werden vielleicht eventuell noch ein paar Wünsche von ihm umgesetzt, was man an dem Auto ändern kann. Das liegt einfach in der Tatsache dessen, dass Max so dominant ist. Also Max Verstappen. Und dadurch ist das Auto halt. Ich glaube, ich bin falsch gefahren, ne? Hier hätte ich doch gar nicht reingemusst. Oh je, oh je. Komme ich hier wieder raus? Dann rückwärts erstmal. Es fährt sich gut mit dem LKW. Auf jeden Fall hat er dadurch natürlich ein massives Problem. Er hat das Auto nicht, was zu seinem Fahrstil passt. Dann aber. Also wenn ich Weltmeister werden will, kann ich nicht neben Max fahren. Klar möchte ich das gleiche Auto haben wie Max, aber ich kann nicht neben Max fahren, weil Max wird bevorzugt behandelt. Oder ich muss halt eben um vieles besser sein als Max und das auch schnell beweisen können. In den ersten 6-7 Rennen muss ich dem dann um die Ohren fahren und muss dann halt eben den nötigen Punktevorsprung rausgefahren haben, dass das Team sagt, ja okay, wir setzen jetzt auf dich. Das ist das große Problem, was er hat. Und das sieht er nicht ein, oder es wirkt jedenfalls für mich so, als wenn er dann nicht unbedingt so sehr das Einsehen hat, dass das leider Gottes sein Schicksal ist. Und es ist leider Gottes sein Schicksal. So, jetzt geht das wieder los hier. Muss ich das so machen? So, kann ich hier jetzt auch? Nee. Kann das hier auch verschieben? Dauert ein bisschen. Können wir die Ansicht nach oben machen? So. Wunderbar. So, dann machen wir hier Aufladen wieder an. Und dann holen wir mal die Stoffsachen da hinten her. Einmal Stoff. Zweimal Stoff. So, sehr schön. Aufgeladen. So, B, Y, X. Uns hier irgendwie wieder raus manövrieren, ohne dass es schwierig wird für uns. Ah, klappt. Da kommen wir rum. So, okay. Dann fahren wir jetzt zur Bäckerei hinten hin, holen von der Bäckerei das Zeug. Es hört sich echt gut mit dem Anhänger, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir doch sehr. Gut, ja, und deswegen ist sein Auftreten, was er macht, also und wie er sich den immer so gibt und so, das ist einfach. Nee. Du wirst doch das Team nicht überzeugen davon, dass du gleiches Recht, gleiches Auto für alle, ne? Ist nicht. Und das muss man halt wissen. Und das muss man. Und wie gesagt, das ist wie so ein Rubens Barrichello. Der neben Michael Schumacher einfach, er war einfach der vom fahrerischen war sicherlich auch gut,
Aber er war halt nicht auf dem Niveau von Michael Schumacher damals und war klarer Nummer 2 Fahrer und hat diese Nummer 2 Fahrerrolle einfach nicht akzeptieren wollen können oder ja, eher wollen. Bei können tut man es ja immer. Man kann sich ja seinem Schicksal ergeben und sagen, okay, ich bin hier Nummer 2 Fahrer, ich helfe ihm und alles fürs Team. Gut. Ja. Es ist mir bewusst, es sind Rennfahrer, es sind absolute Alpha-Tierchen. Und die wollen immer, ich bin hier King of Kotlet und der andere, der kann nichts, ne? Aber ja, wenn es nicht beweist, dann wird es schwierig. Und dann wird irgendwann die Argumentation schwierig, wenn du sagst, weiterhin behauptest du, wärst King of Kotlet, weil du bist halt einfach nur nicht King of Kotlet. Das habe ich übrigens aus mal so einem Kanzlerduell, falls ihr das mal gesehen habt mit Stefan Raab. Dann hat Stefan Raab nämlich dem Kanzlerkandidaten gesagt, ja, aber machen Sie denn, wenn Sie jetzt hier sagen, Sie sind King of Kotlet? Ja, ich komme mit dem nicht ganz rum. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt habe ich eine gute Position. B. Kann da noch mehr rauskommen? Ja, eine Palette Rapsel kann da noch rauskommen, wenn sie will. Da war sie. Na? Muss ich wieder dreimal Richtungswechsel machen, damit er das einmal hinkriegt? Sehr schön. Gut. Ja, und das ist halt der Grund, wo ich dann sage so, ja, Paris, komm. Du hast dich auf das Pferd gesetzt. Du weißt, du bist Fahrer Nummer 2, jetzt akzeptier es endlich und hör auf zu jammern und bring endlich wieder Leistung. Punkt. Nur kann ich auch verstehen, warum der Rennstall da, sag ich mal, jetzt etwas ungehaltener reagiert auf vielleicht etwaige Äußerungen. Und zum Thema vom letzten Mal mit Yuki und ähnliches, es kann natürlich auch passieren, wenn wirklich der Ricardo, also wo ich nicht glaube, dass er so dermaßen den Unterschied jetzt bringt bei AlphaTauri, aber wenn er ihn noch bringt, dann kann natürlich passieren, dass dann sagt Red Bull, ja pass auf, dann machen wir nochmal einen Switch. Dann geht hier Perez, um zu lernen, warum er Nummer 2 Fahrer ist, nochmal zu AlphaTauri und kann sich da beweisen und wir nehmen Daniel Ricciardo wieder bei uns mit auf. Wäre natürlich Höchststrafe für Perez. Das muss man wirklich sagen. Also dann, wenn sie das so durchbringen, dann huiuiuiui. So. Sieht ja gut aus. Da kriegt doch alles mit, oder? Ja. Sehr schön. So, dann haben wir hier auch alles abgeholt. Dann fahren wir zur Molkerei. Und dann muss ich jetzt eine Stelle finden, wo ich Honig anlagern kann. Demnächst. Na, wird schon klappen. Ah, ja. Schön. Dann haben wir das nämlich auch durch. Also, es ist doch, der LKW gefällt mir echt gut. Bei der Molkerei, wenn wir nicht allzu viel kriegen. Ach, wir haben noch die ganzen Paletten bei links, ne? Wie viele Einzelpaletten ich jetzt hier schon drauf habe. Ich frage mich, wann das erste Mal der Hänger auf der Seite liegt, aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin heute. Also nicht heute, aber irgendwann mal. Uns auf der Seite legen. Ich hoffe, das wird noch lange dauern. Drei, zwei sind fünf. 10 Paletten, da sind erst 12 Paletten drauf. Also da geht noch ein bisschen was. Aber spätestens bei der Zuckerfabrik wird der Wagen dann ordentlich voll geladen. So. Das hat kein LKW-Fahrer gern, wenn da so die Bremsbelüftung leer gepumpt wird, wie ich das gerade gemacht habe. So, dann haben wir jetzt noch zwei weitere Bahnen hier drauf. Achso, mal mit dem B drücken. So. Einmal Schoki, einmal Käse.
schon ganz gut aus. Dann werden wir jetzt hier beim Zucker ranfahren. Natürlich rückwärts, ne? So. Nein, die Kante hier vorne, die ist halt gefährlich, ne? Das muss ich schon mal sagen. Wir müssen hier unbedingt mal terraformen irgendwann. Aber das ist sowas, da muss ich wirklich das Geld komplett über haben für alles. So. Dann machen wir hier mal einmal die Tür auf, damit wir da reingucken können. Geht doch auf der anderen Seite auf. Ah. Ja, weiß ich nicht. So, dann gucken wir noch mal. Wie viel Zucker kann da noch rauskommen? Noch knapp 10k. Irgendwann jetzt. Oder stehe ich zu sehr auf den Trigger? Ne, jetzt kommt's. So, damit haben wir auch noch 15k Zucker jetzt an Bord. Schön. Zu die Tür und dann geht es jetzt noch an den Gewächshäusern vorbei, da das Material geholt und dann müssen wir alles nur noch einlagern. Schön. Dann ist die Logistikfolge für diesen Monat zumindest, was die Produktionen angeht, eigentlich durch. Ja. Dann müssen wir uns um die Nahrung für die Tiere kümmern. Gespritzt haben wir schon. Die Spritzaufträge werde ich nicht machen. Da habe ich keine Lust zu. Muss ich ehrlich sagen. Wollen wir jetzt noch die Eier mitnehmen, ne? Aber da müssen wir vorsichtig sein, damit ich nicht alle haben. So. Dann soll er da von Hand erstmal die Eier zugeben, die wir wirklich einladen wollen. Weil ich ja nur volle Paletten einlagern möchte. Das ist schon gefährlich, ne? Also der Trigger, der geht schon relativ weit vorne hier. So. Das sieht ja richtig gut aus hier. Die Warnliste an der Seite. Schön. Nee, doch, das gefällt mir sehr gut. Also der LKW, der ist wirklich, das ist schon Premium. Gefällt mir sehr gut. Muss ich ehrlich sagen, also mit den ganzen Waren da drauf und alles, das ist schon echt. Oh, rennt das schon hier draußen rum? Was ist da los? Gibt Steilflucht. So. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen Paletten da noch reinkriege. Könnte eher sein, dass ich die jetzt gar nicht mehr runterkriege. Was schon zu viele sind. Die ging noch rein. Da noch rein. Die ging auch noch rein. Na, siehst du wohl. So, damit haben wir heute Produkte eingesammelt. 2000 Mal Stoff. Wir haben 8400 Eier, oder Liter Eier, 1500 Tomaten, 15.000 Zucker, 30.000 Erdbeeren, 3000 Brote, 800 Kuchen, 1000 Mal Käse, 5000 Mal Rapsöl und 15 Salatköpfe und 1000 Liter Schokolade. Das ist doch mal, sage ich, also da würde ich sagen, das hat sich wohl gelohnt. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz hier ein bisschen abladen. Dann machen wir jetzt nochmal ein schönes Bild hier. Im vollen LKW vorm Lager, so. Kann ich da näher ran und ohne das, ja, die Liste, die ist jetzt natürlich zu lang, ne? Die stört jetzt natürlich im Bild ein bisschen.
Naja, gut. So, machen wir schon ein schönes Bild. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.